Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 40 von Simutrans Kooperation. Ja, was muss ich machen? Erstmal die Häuser groß, damit das wieder schicker aussieht, ne? Gut, der Michael hat natürlich geschrieben. Nürnberg, Chemnitz, was waren wir denn hier für ein Ort? Regensburg? Ja, Regensburg war das. Nürnberg, Chemnitz und Dresden. Bei mir sind alle Bühne auf den Sechser ausgebaut. Da muss ich erst gucken. So, hier die Donau entlang, ne? Aber ich kann auch, glaube ich, gerade hochfahren. Dann komme ich bestimmt auch nach Regensburg. Ja, da ist es doch. Nach Nürnberg, nicht nach Regensburg. Da müsste jetzt gleich Nürnberg erscheinen. Da ist es. 2, 4, 6, das passt. Chemnitz. Chemnitz liegt so ein bisschen nordöstlich, würde ich mal sagen. Jetzt mal so rechts rüber, dann müssten wir da irgendwo schon so ein bisschen in der Richtung landen, ne, oder? Hier unten ist es. Falsche Taste erwischt. Da ist Chemnitz. Auch 6er, oder? Ja, sieht so aus, dass da auch noch der Bahnhof ist, genau. Und Dresden, weiter östlich. Und dann hier noch ein bisschen runter, da müsste es schon da sein, oder? Da ist es. Ist auch, passt. Chemnitz benötigt noch einen Postkasten. Hier haben wir schon eingesetzt, richtig. Gucken wir mal. Stimmt, der muss noch einen Postkasten hin. Straße um die Ecke. Und den Postkasten gesetzt. Haben wir. Die Rathausstraße westlich zum Bahnhof verlängern. Habe ich gemacht. Gut. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber habe das Richtige getan. Intuitiv. Und dann in Nürnberg im Depot können wir eine B7A mitnehmen. Ja, weiter Weg bis nach Nürnberg, ne? Hier muss es irgendwo sein. Da. Lupe an und dann da rein. Lok ist die. Und dann hat der Michael 9 Waggons dahinter. 5, 6, 7, 8, 9 und einen Postwaggon. Bisher haben wir 3 kleine gehabt, ne? Und jetzt haben wir dann einen großen. Gut, das ist Chemnitz oder Dresden oder Nürnberg. Na, was haben wir das denn sortiert? Da, Chemnitz, Dresden, Nürnberg. Gut, der kann dann schon starten. Und die anderen 3 können runter. Gut, dann machen wir das Depot zu, klicken gerade den an, dann haben wir den auf dem Schirm und gehen gerade über die Linienverwaltung. Warte mal, da muss ich hier drauf klicken, dann habe ich sie doch, ne? Genau. Muss die 3 hier nicht laden. Ah, ich könnte über Details gehen, ne? Und wenn ich dann hier Ausmustern drücke, können wir den nehmen, ne? Und die zweite auch. Und das ist dann die dritte, ne? Details. Ausmustern. Gut, wenn die leer sind, werden die dann abgeschafft. Und er hier kann ja dann 270 Passagiere mitnehmen, dann passt das, oder? 3 mal 80 sind 240 und wir haben sogar 30 mehr. Gut, okay. So, dann geht's nach Erfurt. Da gehe ich aber über die Karte, glaube ich. Das ist jetzt einfacher. Da ist Erfurt. Wir verlängern das südliche Gleis. Na, das ist hier das falsche. Da brauchen wir natürlich eine Zuglinie für. Das südliche Gleis.
918. Wo ist das? Da. So. Jetzt geht es weiter westwärts bis 860, 918. Also das ist hier die 918er Linie, ne? Ja. 860. 918, 860. Okay, müssen wir in mehreren Etappen machen, aber kein Ding. Oder können wir? Müssen wir nicht? Können wir. 60, passt. Haben wir. In nordwestliche Richtung in mehreren Etappen weiter, bis wir bei 758-800 Senke sind. Nordwestlich, also hier so schräg. Gehen wir mal so hin. Und wo ist die Senke? Muss ich nochmal gucken, 758. Ist hier eine Senke irgendwo? 700. Oh, die ist noch viel höher. Was? So weit oben hier? Gut, okay. Ja, die kriegen die ganz auf dem Schirm, ne? Da muss man wirklich in mehreren Etappen machen. Boah, die fahren hier unten und fahren hier, ne? Wie weit kriege ich es denn auf dem Schirm? So, wenn. Gut, dann müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen. Aber nee, das funktioniert doch bestimmt wieder nicht so, ne, oder? Obwohl, das passte vielleicht gerade so. Und wo ist die andere Ecke jetzt? 753 hat der Michael geschrieben. 819. Wo ist denn 753? 819. 753, 819. Okay. Stimmt das da? Ja. So. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. 753 dann. Vierundneunzig, vorbei sogar noch. Dann müssen wir weiter rauszoomen. Oh, ist das so richtig? Ich glaube nicht, ne? So. Siebenhundertdreiundfünfzig, habe ich, passt. Zweites Gleis westlich des Rathauses. Steht da auch von wo bis wo? Ganz einfach so, ne? Wird schon passen, oder? Jetzt machen wir erstmal den Bahnhof dahin. 1, 2, 3, 4, 5, da will er nicht. 5 und 6. Haben wir das? Und nochmal das Gleis. Ich denke, so wird das schon richtig sein, oder? Auswahlsignal davor. So, passt. Ich glaube, hier unten, das steht da zwar nicht.
Hintergrund. Ja, komm. Was haben wir? Ausgewählt Bahngleis? Ja. So sieht's gut aus. Haben wir. Gut, dann geht's hier weiter. Gleis ist ausgewählt. Ja, 739,778. Nordwestliche Richtung. Ist das hier? 739, 778. Passt. Aber ich würde es lieber so sehen, oder? So sieht das schicker aus. Ich hoffe, das ist so richtig. Den Abhang hinauf. Von da aus weiter 704, 744. Ist das hier? Da ist das. Passt. Und westliche Richtung 683, 744. Passt. Und da müssen wir bestimmt was aufschütten, oder wie schaut das auf? ...682,745 brauchen wir eine kleine Aufschüttung. Haben wir. Jetzt können wir den Fluss überqueren, steht da. Mit einer 55er Brücke. Bis 670,744 steht das da auch. Ja. Hat das schon gemacht? Habe ich jetzt gar nicht gehört, das Klicken. Gut. Weiter westlich bis 645. Das ist wahrscheinlich hier, oder? Nee, noch weiter. Passt. Da müssen wir wieder was machen. Eine Aufschüttung bei 644,745. Haben wir. Und dann ...624,744. Ne? Ja. Etwas nach Westen gescrollt. Und dann sehen wir Paderborn. Ein Sechsergleis. Passt. Jetzt ist die Frage. Da steht das südliche. Einen zweigleisigen Bahnhof Länge 6. Das südliche Bahnhofsgleis verwenden wir mit dem stehenden Streckenändern. Ich glaube aber, er meint wahrscheinlich nördlich zu bauen, oder? Wo steht was vom Postkasten? Da steht nichts vom Postkasten.
Etwas nach Westen gescrollt, kommen wir auch schon nach Paderborn. Paderborn hat einen zweigleisigen Bahnhof, Länge 6. Das südliche Bahnhofsgleis würden wir mit dem stehenden Streckenende. Nun bauen wir uns noch eine zweite. Ja, ich denke, es soll nördlich liegen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe von aus. 1, 2, 3, 4 und 6. Und da wäre ja unser Verbindungsstück. Ja. Ich mache das mal ganz einfach so schon mal. Und das hier verbinden wir damit. Sieht gut aus. Und wenn es schon so ist, ziehe ich das doch auch schon gerade durch, oder? Obwohl, da kommt nur ein Zug drauf, ist ein Sackbahnhof, das können wir erst so lassen, wird später umgebaut. So, den Bahnhof noch anlegen. So, 6er. Und da auch noch, passt. Und ja, das ist jetzt nicht angegeben, aber ich denke mal, wir machen das hier genauso wie überall anders auch. Postkasten dran, fertig. So, das haben wir. Linie aufgebaut. Haben wir schon offen, hier nämlich. Zuglinie, neue Linie. Und zwar, jetzt muss ich genau gucken, der Michael hat es genau aufgeschrieben. In Erfurt das südliche Gleis, Göttingen Rechtsverkehr, in Paderborn das nördliche Gleis. Nördliches Gleis. Und wird gerade gespeichert, ne? Hier Rechtsverkehr, also da. Und dann müssen wir natürlich noch nach Erfurt. Auch ein langes Ende, ne? Und in Erfurt das südliche Gleis. Gut. Und dann nochmal Göttingen, ne? Und hier Rechtsverkehr. Passt. Okay, schließen. Und dann hat der Michael aufgeschrieben. Erfurt, Göttingen, GÖ und PB Plumbum für Paderborn. Fertig. Passt. Und wieder das Nürnberger Depot. Nürnberger Depot. Ich glaube, das dauert zu lange, darunter zu scrollen. Würzburg. Ruckelt ganz gut, ne? Nürnberg muss hier liegen. Erst Erfurt, dann Nürnberg. Und da kommt eine B7A rauf mit Waggons. Ne, den nicht, sondern den. 9 an der Zahl. 5, 6, 7, 8, 9. Und den. Passt, Strecke. Ist die weiße Linie diese und starten und auswählen. Gut, was macht er? Er macht sich hier 270, da fährt immer noch einer von denen. Wow, hätte ich auch nicht gedacht, ne? 22 Passagiere hat er noch geladen. Bis nach Dresden fährt er. Und er hat gar keinen, ne? Weil wir wahrscheinlich hier den falschen ausgewählt haben. Naja, jetzt lassen fahren. Das kann zu. So, der Michael hat geschrieben, dass nächstes Mal nur noch Kassel über ist, dann haben wir alle Städte angeschlossen. Das ist wohl so. Gucken wir mal gerade hier auf die Karte. Aber was wir tun können noch ist, wir haben hier auf der Westschiene noch keine Verbindung nach da. Und hier können wir vielleicht das ein Drehkreuz in Anführungsstriche machen, oder? Hier nach Süden, nach Norden, nach Osten. Und dann diese Schiene anschließen. Und vielleicht hier auch rüber, weiß ich nicht. Der Michael, der wird das schon machen.
Gut, im Norden ist alles prima verbunden, in Anführungsstrichen. Müssen wir gucken. Ja, vielleicht sollte man Schwerin-Berlin so hier noch eine Strecke bauen. Das wäre vielleicht noch ganz ideal, glaube ich, oder? Ja, und Kassel. Ah, die ECI-Linie war hier Kassel-Würzburg. Irgendwo dazwischen war ja mal Fulda oder sowas, ne? Aber haben sie gar nicht eingebaut hier. Könnte man ja noch nachträglich machen, wenn wir genug Geld haben dafür. Ja, hier so ein Weg durch wäre vielleicht nicht schlecht. Weil die fahren ja jetzt alle außen rum, ne? Aber der Michael, der macht das schon. Oder auch gerne jemand anders. Je nachdem, ne? Gut. Was wollte ich dann noch tun? Gucken, ob der auch passend ankommt hier, ne? Ist der das? Er von Göttingen-Paderborn, genau. Lass mal gerade schneller laufen. Weiß gar nicht, wo der jetzt lang fährt. Ach so, ja, da. Klar, und da ist nur noch einer drauf. Beziehungsweise der Kleine muss hier auch noch aus dem Verkehr. Und da ist er weg. Passt. Und er hier oben hat jetzt vollgeladen. Und 6 Säcke Post. Und hier gehen wir mal gerade noch rein. Der soll mal in Erfurt anfangen, ne? Sonst fährt er nach Paderborn leer durch. Das wäre Blödsinn. So, da wartet er auf den Gegenverkehr. Das müsste ja der sein. Ja. Wunderbar. Ja, sieht doch gut aus, oder? Gut, dann kann ich hier noch ein paar Pläne hier aufmachen. Zum Reingucken. Während er da hin und her fährt, da ist er auch schon. Wartende Gäste. Absteigend. Hannover, da ist ja richtig viel los, ne? Dortmund, Hamm. Oh, alles in eine Richtung hier. Bremen ist eine andere Richtung. Münster ist auch noch. Okay. Sollten wir dann da optimieren mal, oder? Dortmund, lass uns auch mal ruhig reingucken. Hannover, Recklinghausen. Ich glaube, das ist auch die gleiche Strecke in dem Sinne, ne? Ingolstadt. Erlangen. Nürnberg. Das ist alles eine Richtung. Gut, aber das sehen wir hier. Nächste waren unsere Fahrzeuge. Gewinnrechnung. Ja, das ist der neue Zug jetzt. Ist klar, der fährt erstmal Verluste ein. Hier ist 0. Wieso ist denn der mit so hohen Verlusten unterwegs? Okay, der hat jetzt gerade erst geladen, ne? Mal gucken, ob er jetzt gleich so viel Gewinn macht, wenn er in Erfurt Göttingen ankommt. Ich glaube, Göttingen ist der nächste Bahnhof, oder? Nee, Erfurt. Okay, das hat natürlich schon richtig geklappt, ne? Aber da hat er nur 17 und 4. Tolles Kartenspiel. Wird aber besser, okay. Und die anderen Zahlen kriegen wir wohl auch hin, ne? Hier ist noch Bonn, Köln, Krefeld. Ziemlich wenig Passagiere da. Das würde dann besser werden, wenn es angebunden ist, ne? Ja, und die anderen Klagen ist ja auch da auf der linken Rheinschiene, genauso wie der auch. Ja, da sind 3 auf der linken Rheinschiene, die wir da noch haben. Das sind alles Pferdchen. Ja, und dann geht's hier los. Der steht im Depot, der auch. Warum stehen die im Depot? Achso, das war, glaube ich, die zweiten, die wir gemacht haben. Hier ist unser Museumszug. Der muss dann überführt werden, ne? Den wollen wir da unten nach Erlangen schicken, ne? Das müsste dann doch auch schon gehen, oder? Aber der Michael, der macht das dann. Das war ja sein Museumszug, ne? So. Den nenne ich mal MF für Michael Friedrich. Ach, den wollte ich jetzt aber nicht so. Adler sollte da stehen bleiben. Naja. Können wir so lassen, oder? Finde ich gut. Gut. Haben wir's. Okay, dann würde ich sagen, soll's... Nee, warte mal, die Städte können wir noch gerade einmal kurz aufmachen. Aber ich mache sie nur auf. Und klick mal gerade hier nach...
Oh, da oben geht's jetzt aber schon los hier, ne? Ach man, jetzt gehe ich hier zu Fenster. Na, funktioniert nicht. Nein, ich will das nicht anklicken. Hier geht schon ein Haus los. Die Straßen werden schon weitergebaut. Okay. Dortmund. Sieht so aus. Ja, ich habe letztes Mal noch durchgeblättert. Da war noch relativ alles in Ordnung. Hier könnte wieder was gebaut werden. Naja, das wird schon werden, ne? Gut, dann würde ich sagen, hier fahren wir Plus ein. Wunderbar. Und hier auch. Soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.